Ja, hallo, mein Name ist Hans-Peter Danberg, ich bin von Cheermind Performance und vielen Dank, dass du auf diesen Clip geklickt hast. Das ist unser erster kleiner Beitrag und ich möchte hier etwas erzählen über Chiasamen natürlich und vor allen Dingen der Frage nachgehen: Chiasamen, wie soll ich die einnehmen? Ganz trocken, übers Müsli streuen oder als Chia-Gel? Was ist die beste Vorgehensweise? Das sind so Fragen, die wir fast täglich bekommen. Nehme ich Chia trocken über Müsli, Joghurt, Quark, über einen Salat oder nutze ich die Chiasamen dann als Gel? Also mache ich mir ein Gel daraus? Und wie viel? Das sind so Fragen, die wir immer gestellt bekommen und darauf möchte ich kurz eingehen. Wir empfehlen eigentlich grundsätzlich das Chia-Gel, also in dieser Form. Das Chia-Gel macht man sich selber, indem man das trockene Chia aus dem Glas oder aus der Dose einfüllt in so einen kleinen Shaker. Hier passen jetzt 500 Milliliter rein. 500 Milliliter würde ich empfehlen, so als Richtwert 3 Esslöffel. Ein Esslöffel sind so 14, 15 Gramm, dann kommt man auf 45 Gramm, die sich die hier drin und den Rest auffüllen mit Wasser. Kräftig schütteln, eine ganze Zeit lang, sonst fängt es an zu klumpen. Eine kleine technische Variante sind diese Blender Bottle. Diese Fläschchen haben einen kleinen Spiralkörper drin, so eine Spiralkugel. Und die sorgt dafür beim Schütteln, dass das Chiagel nicht verklumpt. Eine gute Erfindung gibt es zufällig natürlich auch im Shop. Wenn man also dann sein Chiagel fertig hat, so wie hier, dann kann man alles Mögliche damit basteln. Man kann so ein Glas voll machen, kann das so trinken pur. Das ist vom Geschmack her eher langweilig, leicht nussig, aber sonst eher geschmacksneutral. Da kann man Orangensaft beipacken oder Saft, was auch immer für ein Saft, den man am liebsten trinkt dazu. Manche trinken das morgens sogar mit Kaffee, wäre jetzt nicht so meine Variante, aber man kann eben alles Mögliche dazu füllen, dazufüllen. Es nimmt immer den Geschmack an, den man auch haben will. Ja. Das Chia-Gel ist insofern von Vorteil, als dass es sehr viel besser aufgenommen werden kann vom menschlichen Körper. Es muss nicht erst im Magen-Darm-Trakt verarbeitet werden oder aufgequollen werden, das passiert schon vorher. Gerade sensible Magen sind manchmal überfordert, wenn sie 3, 4 Esslöffel davon im Müsli verarbeiten sollen. Dann kann es zum Beispiel Bauchkneifen kommen oder einfach ein Unwohlsein geben. Also wie gesagt, dieses Gel ist eindeutig unser Favorit. Diese Körner da, die sorgen dafür, dass die Vitalstoffe und auch das Wasser, was da drin ist, diese Hülsen dieser Körner sorgen dafür, dass die Vitalstoffe nicht so schnell an den Körper abgegeben werden. Also das Ganze, was die ganze Kraft der Chiasamen wird ganz langsam an den Körper abgegeben. Das wiederum sorgt auch dafür, dass der Insulinspiegel konstant gehalten wird. Für Sportler ein ganz wichtiger Faktor. Ja, man kann natürlich auch, gar keine Frage, die Chiasamen so trocken übers Müsli, über Quark, Joghurt nehmen. Aber wenn man hochwertige Produkte, so in Sachen Nüssen, Samen, nicht gewohnt ist, wenn der Magen das nicht so kennt, dann vorsichtig. Es gibt irgendwo einen Text darüber, der sagt, mehr als 15 Gramm sollte man nicht verbrauchen. Wir haben keine Ahnung, wie diese 15 Gramm zustande gekommen sind. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man zu viel von diesen Samen nimmt, so trocken, was weiß ich, wenn man hier so eine Dose über einen Tag reinzieht, wenn man glaubt, man will sich was Gutes tun, da muss man aufpassen. Wichtig ist bei der trockenen Saat, wenn man die zu sich nimmt, dass man ausreichend trinkt. Ansonsten kann es zu Verstopfung kommen, aber dieser Hinweis sei einfach mal ausgesprochen.
Wer weitere Informationen über die Chiasaat haben will, was ich immer empfehlen kann, ist dieses Buch von Christopher McDougall, Born to Run, für Lauffreunde, also sowieso ein Muss, und für Menschen, die nicht so vom Laufen begeistert sind, auch ein ganz tolles Buch, lässt sich toll lesen, ist eine tolle Geschichte. Und in Sachen Chia wird es wohl meines Erachtens das beste Buch, was es auf dem Markt gibt, von Barbara Simonson, Chia Power. Da sind Erfahrungsberichte drin, da ist Wissenschaftliches drin, da sind Studien drin, ganz umfangreich und ganz seriös recherchiert. Ja, das dazu ganz kurz. Also, wie gesagt, unser Favorit Chia Gel zubereiten, am besten vorm zu Bett gehen, abends fertig machen, dann ist es morgens da, frisch. Wie gesagt, 500 Milliliter, 3 Esslöffel reichen. Und je nachdem, ob man abnehmen will, dann nimmt man halt über Tag ein bisschen mehr Chiagel. Für Sportler eine halbe Stunde vor der sportlichen Betätigung. Alles, was über eine Stunde an Sportbetätigung ist, ist Chiagel sehr, sehr hilfreich. Und mit so viel hier, das ist jetzt fast ein Liter, kommt man locker 4 Tage aus. Ja, das dazu. Bei Fragen einfach uns anrufen, anmailen. Und wir hoffen, in den nächsten Clips etwas mehr Informationen rübergeben zu können. Und das soll es erstmal gewesen sein. Tschüss.